Danke, Thorsten. Hallo, Freunde, Kolleginnen und die auch an Leute, die ich noch nicht kenne. Ich teile meinen Bildschirm. Jetzt sehen Sie es und können Sie mich hören? Okay. Philipp nickt. Es ist gut. Also, einen herzlichen Dank für die sehr freundliche Einführung. Ich freue mich immens, an diesem Forschungskolloquium zum zweiten Mal teilnehmen zu dürfen. Und diesmal, wie Thorsten gesagt hat, nicht nur von Paris aus, sondern aus Berlin und als Gast zur Humboldt-Universität. Mein Thema heute: in Wort und Bild zur Analyse mittelalterlicher Schriftquellen mit digitalen Methoden, am Beispiel von Stundenbüchern und offenen Registern. Der Titel ist lang, aber besonders im folgenden Vortrag werde ich die Erkenntnisse verschiedener interdisziplinärer Projekte der letzten Jahre diskutieren. Und ich möchte damit einen Überblick zum Stand der aktuellen Möglichkeiten und Herausforderungen für die digitale Analyse mittelalterlicher Schriftquellen geben. Seit einigen Jahren hat sich nämlich die Analyse der mittelalterlichen Schrift durch die Anwendung digitaler Methoden, insbesondere der Bildverarbeitung durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, stark verändert. Der Zugang zu Texten wurde durch Verfahren wie die Volltextindexierung, automatische Texterkennung, Handwritten Text Recognition sowie durch Text-Mining-Werkzeuge wie die Eigennamenerkennung, Stilometrie oder die Identifizierung textueller Übernahme, sogenannte Text-for-Use Detection, grundsätzlich erweitert. An der Schnittstelle zwischen Computer Vision und digitalen Bildern der Textquellen haben sich zudem weitere Forschungsfelder entwickelt, wie die Analyse des Layouts und der Mise en Page oder die Erforschung der Schrift als Bild von der Schreiberidentifizierung bis hin zur Schriftklassifizierung. Zwei Forschungsprojekte stehen heute im Vordergrund. Also, die von nationalen und europäischen Institutionen gefördert wurden. HORAI, Auras Recognition Analysis Edition und HOME, History of Medieval Europe. Mein Vortrag nähert sich natürlich auch an den anderen Projekten, die ich in den letzten Jahren leiten durfte. Und an eine Konstellation von Menschen, Kontakten, Anregungen von Kolleginnen. Nicht wirklich beabsichtigt war die Reihenfolge des AH-Buchstabens in den Projekten Humanis, HOME, HORAI, Pictor Vences und meiner HABIL über kulturelle Netzwerke im Zisterzienser Orden. Aber es ist mir eine umso größere Freude, jetzt an der Humboldt zu forschen und mit Professor Hildmann zu arbeiten. Gut. Die Ergebnisse dieser Projekte werden jetzt vorgeführt und mit analogen Methoden verglichen, kontextualisiert und diskutiert. Ich beginne mit dem Projekt HORAI, das sich mit Stundenbüchern befasst, also mit Gebetsbüchern des Mittelalters, und an dem ich besondere Fragen der Granularität, Serialität, Hybridität und Netzwerke behandeln werde. Anschließend werde ich anhand des HOME-Projekts Fragen der Transkription, der Metadaten, der Erkennung von Eigennamen und von Strukturen erörtern. Schließlich werde ich auf die Geschichte der Schrift und der Wörter als Bild zurückkommen. Im ersten Teil möchte ich das Projekt HORAI vorstellen und Sie damit sofort mit einem Lebenszyklus der Daten vertraut zu machen, in dem Altdaten traditionelle, statistische und weitere digitale Methoden mit maschinellem Lernen und dessen Datenausgabe im konstanten Dialog stehen. Ziel dieser Studie ist es nämlich, die Überlieferung der Texte in diesen Gebetsbüchern zu erfassen und zu analysieren.
wie wichtig es ist und warum die Studie nicht früher stattfinden konnte, wissen alle Medievisten im Publikum schon. Stundenbücher sind Gebetsbücher. Sie sind der Bestseller des Mittelalters. Und davon sind mehr handschriftlichen Zeugen erhalten als von der Bibel und den Moralien in York zusammen. Sie sind aber zu einheitlich und standardisiert, dass man sie schnell voneinander trennen, unterscheiden kann. Das digitale Medium erlaubt eine drastische Änderung der Granularitätsstufe in der Erfassung, in der Visualisierung und in der Auswertung und Analyse. Für diesen Qualitätssprung war ein interdisziplinäres Konsortium erforderlich, welches die Firma Teclia und ihr Dokumentenanalysenplattform Archimedes, das Team für Korpuslinguistik LS2N in Nantes und das IRHT umfasste. So. Am Anfang des Datenzyklus werden, wie Sie auf dem Bildschirm sehen, werden weltweit erhaltene, auch nicht digitalisierte Stundenbücher erfasst und in einer Datenbank nach Datum, Ursprungsort und liturgischem Gebrauch erschlossen. Mit dieser Datenbank ist es zum Beispiel jetzt möglich, meine Untersuchung zur Kodikologie und zu den Schrifttypen in Stundenbüchern zu bestätigen und erweitern. Außer der Auswertung von Museums- und Bibliothekskatalogen muss ich hier in Dankbarkeit die Namen von drei Wissenschaftlern erwähnen, nämlich Victor Leroquet und zwei lebendigen Wissenschaftler, Greg Clark und Laurent Cavé, besonders erwähnen. Was die Digitalität ausmacht, ist die Änderung der Herangehensweise und die Granularität. Wenn Stundenbücher nur von Kunsthistorikern studiert wurden, liegt es nämlich daran, dass sie Luxushandschriften waren und reichlich bemalt, aber dazu zu standardisiert. Im Gegensatz zu Geisteswissenschaftlerinnen ist es genau das, diese Standardisierung, was man braucht, um künstliche Intelligenz einzusetzen. Darüber hinaus ist auch die sehr hierarchische Struktur und hier sehr granuläre Struktur des Textes ein Albtraum für die meisten Geisteswissenschaftlerinnen, aber genau das auch ist etwas, womit ein Computer gut oder besser umgehen kann als die Historikerinnen. Ein gängiges Stundenbuch enthält etwa 10 Abschnitte und die meisten Abschnitte sind in 3 bis 8 Teile gegliedert, die jeweils weiter untergliedert sind, wie Sie jetzt in der Abbildung auf der rechten Seite sehen können. Es kommt dazu, dass es sich nicht nur um Inhalte und Hierarchie handelt, aber auch um Serialität. Dr. Porter zeigt mit diesem Schema, wie die Reihenfolge der 11 rekurrierenden farbig markierten Hauptabschnitten um den Kern des Marienoffiziums variiert. Und nicht nur die Anordnung der Hauptabschnitte variiert, sondern auch die der Textstücke innerhalb dieser Abschnitte. Diese Anordnung zweiter Dimension ist kritisch. Zum Beispiel sehen Sie hier, wie das Totenoffizium in Rom und Paris aus denselben Textstücken aufgebaut sind. Aus denselben Textstücken, aber in einer anderen Reihenfolge. Dazu sind die Tools der Netzwerkanalyse sehr geeignet, also für diese Serialität und für dieses Korpus. Hier sehen Sie, dass diese Tools zum Beispiel ermöglichen,
die Nähe zwischen hybriden Handschriften, die Abschnitte mit unterschiedlichen liturgischen Zwecken überliefern, leicht zu visualisieren. Das ist eine neue Studie über Hybridität, die mir sehr am Herzen liegt. In dieser Abbildung sehen Sie auch in diesem zweiten Netzwerk die textuellen Beziehungen zwischen verschiedenen Liturgien, die zum und diese, dieses Diagramm entsteht aus den Daten von Knut Ottesen, der aber nie mit solchen Tools gearbeitet hat. Und da sieht man ganz genau, wie zum Beispiel die Diözese von Paris, Beauvais, Meaux und Soissons zusammenstehen, aber auch mit Saint-Paul-de-Léon in der Bretagne. Und oben links sehen Sie die deutschen Diözesen, die als eine separate Gruppe, fast eine Clique, zusammenbleiben. Interessanter vielleicht, denn mit neuen Erkenntnissen ist unsere auf Le Roquet und Rixdal Vorarbeiten basierende Studie des Marienoffiziums. In diesem Netzwerk fällt unter anderem die sehr spezifische Position der deutschen Diözesen auf, die sich am äußersten Rand hinter den südfranzösischen Diözesen befinden, hier auf der linken Seite. Dieses bislang unbeachtet gebliebene Phänomen beweist den Einfluss der Dominikaner auf die Marienverehrung im deutschsprachigen Raum. Um bei der Analyse dieses Korpus noch weiterzugehen, wird es jetzt notwendig, jedes einzelne Textstück zu erfassen. Dazu wird eine künstliche Intelligenz eingesetzt und die digitalisierten Stundenbücher werden durch mehrere Verarbeitungsprozesse analysiert. Das Seitenlayout wird zunächst entsorgen, die Zeile, Miniatur, Dekor, Initiale und Rubrik segmentiert. Zeilenzonen werden transkribiert und zu Absätzen zusammengefasst. Und in dieser Abbildung sehen Sie eine Seite, eine Handschrift, in der ich den Absatz, 8 Initialen, 6 Rubriken und eine Dekorzone hervorgehoben habe, in grün. Und die Transkription, maschinelle Transkription des Absatzes, steht auf der rechten Seite. In den über 1000 verarbeiteten Handschriften wurden mehr als 25.000 Miniaturen und fast 2 Millionen Initialen automatisch erkannt. Ein Vergleich zwischen dem maschinell erzeugten Volltext und einem Textkorpus ermöglicht, Textstücke zu erfassen. Der Aufbau der liturgischen Offizien zuerst und dann die Aneinanderreihung unterschiedlicher Abschnitte machen Stundenbücher nämlich zu einer Kompilation von Kompilationen. Insofern stellen sie einen Sonderfall des Textreus dar, der sich vom Mehrheitsfall dadurch unterscheidet, dass die Textvariationen eher auf Fehler von HTR zurückzuführen sind als auf Absicht eines Plagiators. Hier sehen Sie, wie nach projektspezifischen Entwicklungen wir die Engram-basierte Bibliothek von Jonathan Reeve benutzt haben. Also diese Bibliothek haben wir leicht verbessert und dann implementiert. Und da die Texte durch den Volltext erschlossen werden, und nicht durch zum Beispiel visuelle Merkmale ausfindig gemacht werden, werden sie auch erkannt, wenn sie wie hier der Psalm nicht, also ohne große Initial beginnen. Ähm,
Kompliziertere Mechanismen wie Word Embeddings wurden für die Generierung von Inhaltsverzeichnissen, sorry, kompliziertere Mechanismen als N-Gramm-Vergleiche wie Word Embeddings wurden für die Generierung von Inhaltsverzeichnissen trotz der großen Variation innerhalb von Abschnitten eingesetzt. Und hier auf dieser Abbildung sind Sie mit dem Psalm 6 nicht nur den Beginn des Textes, sondern auch den Beginn des Abschnitts Bußpsalmen und Litanei und des Unterteils Bußpsalmen. Teilweise durch die maschinelle Erfassung, aber mit viel Handarbeit danach, konnten wir, Louis Chevalier und ich, bisher unbekannte Merkmale der Textüberlieferung aufspüren und auswertbar machen. Dank eines Vergleichs der Psalmen in den Litaneien und Preces werden unerwartete geografische Zusammenhänge und Ähnlichkeiten sichtbar. Zwei Beispiele. Hier. Im Totenoffizium sind die Psalmenverteilung charakteristisch für Normandie und England oder für Flandern und Nordfrankreich, oder sie zeigen auch die Verbindung zwischen Avranches, Mont-Saint-Michel und York. Zweites Beispiel. In den Litaneien ist der Psalm 69 charakteristisch für die römische Liturgie. Noch interessanter vielleicht finde ich die Hybridisierung in Handschriften. Damit meine ich das gemeinsame Auftreten von nicht zusammengehörenden Texten. Das habe ich schon auf der Ebene der Handschriften erwähnt. Jetzt möchte ich es innerhalb der Offizien erwähnen. Solche Phänomene finden sich nämlich auch innerhalb der einzelnen Abschnitte. Was Sie hier auf dem Bild sehen, ist, dass die Handschrift Rouen 3024 Textauswechslungen aufweist. Diese Handschrift wurde für den Export produziert und vermischt deswegen Textstücke, die in England erwartet wurden, und Lesungen für Kirchen in ihrem flämischen Entstehungsort. Aber das Thema heute ist Wort und Bild. Dann durch Vergleiche zwischen Text- und Bildinhalten werden zudem Korrelationen zwischen der Dekorvielfalt und den Textsorten sichtbar. Die Folie zeigt zwei Handschriften. Das Katalogisat der zweiten beschrieb keine Miniatur. Wir konnten jedoch nachweisen, dass ein seltener, in dieser Handschrift anwesender Text, die Horae de Sanctu Spiritu, stark mit dem Vorhandensein von Miniaturen korreliert. Dazu haben wir eine eigene Metrik entwickelt, nämlich die Flächenproportion in Quadratpixels zwischen segmentierten Initialzonen und segmentierten Seitenzonen. Die miniaturlose Karlsruher Handschriften auf der rechten Seite bestätigt paradoxerweise mit ihren blank gelassenen Stellen eben, dass gewisse Offizien nur in den luxuriösen Handschriften kopiert wurden. Diese Handschrift ist nur nicht fertiggestellt worden. Dieses letzte Beispiel bringt uns zur Ausgangsfrage zurück. Was ermöglicht die Computer Vision bei der Untersuchung mittelalterlicher handschriftlicher Quellen? In der Tat ist die gemeinsame Berücksichtigung des Wortes, also des Textes aus der automatischen Handschriftenerkennung, und des Bilds, also der relativen Fläche der Miniaturen, ein perfektes Beispiel für einen holistischen Ansatz. Die systematische Datenverarbeitung ist eine neue Möglichkeit,
die mit einer starken Fokussierung auf Granularität und Serialität einhergeht. In diesem Sinne ermöglicht die Verarbeitung mit Hilfe künstlicher Intelligenz nicht nur, in unseren herkömmlichen Forschungen weiterzugehen, sondern verändert auch die Herangehensweise und damit unser Verständnis von Texten, von deren Strukturen, Anordnungen und Überlieferungen. Nicht nur die An- oder Abwesenheit, aber auch die innere Ordnung und die Komposition werden zum Gegenstand unserer Fragestellungen. Diese Methode verändert unseren Blick diesseits und jenseits der geisteswissenschaftlichen Gewohnheiten. Das Layout ersetzt die künstlerische Exzellenz, der allgemeine Text den seltenen Text. Aus methodischer Sicht besteht eines meiner Interesse darin, korrekte Daten aus Daten zu erstellen, von denen wir wissen, dass sie fehlerhaft oder verrauscht sind, sei es HTR-generierter Text oder Bildsegmentierung. Daraus ergibt sich ein positiver Kreislauf zwischen Computerverarbeitung und menschlicher Expertise, um die Werkzeuge, Daten und Kenntnisse schrittweise zu verbessern. Aber diese auf interdisziplinärer Zusammenarbeit basierende Forschung war konkret nicht ohne Schwierigkeiten, insbesondere in der Spannung zwischen der explorativen Forschung und den Anforderungen einer industriellen Dokumentenverarbeitungsinfrastruktur, in der Robustheit, Sicherheit und Verlässlichkeit sowohl in einem gut dokumentierten Code als auch bei der Auswahl der anzuwendenden Modelle bevorzugt wurde. Mit dieser leicht kritisch Bemerkung beende ich jetzt den Teil über Studienbücher und gehe zum zweiten Teil über Home über. Aber diese Bemerkung gilt natürlich auch für das zweite Projekt, das ich heute vorstellen möchte. Home, History of Medieval Europe. Dieses Projekt vereint ein europäisches Konsortium aus der Firma Teclia, der Polytechnischen Universität in Valencia, dem Nationalarchiv in Prag und dem IRHD. Das HOME-Projekt schließt sich dem vorherigen EU-Projekt Himanis an, das die Volltextsuche in ca. 80.000 Seiten handschriftlich überlieferten Urkundenregister des französischen Königs ermöglichte. In der Online-Schnittstelle basiert die Volltextsuche auf einer Indexierung von Wörtern. Jedes Wort kann einzeln oder in Verbindung mit auf der Seite nahestehenden Wörtern gesucht werden. Es gab jedoch 2018 keine vollständige und lineare Transkription der Quelle. Im Rahmen des HOME-Projekts wurden drei große Operationen an diesem Korpus durchgeführt. Die erste und jetzt natürlichste bestand darin, die gesamten uns zur Verfügung stehenden Trainingsdaten zu verwenden, um eine vollständige lineare Transkription der 80.000 Seiten des Korpus zu erstellen. Die zweite, größtenteils von Hand durchgeführte Operation bestand darin, die Seiten, also eine physische Struktur in Urkunden und Akten, das heißt eine logische Struktur, zu unterteilen. Es ist nun möglich, nach dem Text eines Aktes zu suchen, unabhängig davon, ob der Text sich über mehrere Seiten erstreckt oder nicht. Diese Arbeit macht auch, das ist die dritte Operation, eine Verknüpfung mit Inventaren möglich, die natürlich auf der Ebene der Urkunde basieren. Damit dieser
werden Texte mit einem Zeitdatum, einer Zusammenfassung, den Personen-, Orts- und Themenindizierung versehen. Hinzu kommt auch eine Geokodierung der Orte. Auf der Projektwebseite kann man nun nach Volltext suchen und sich die Metadaten ansehen, insbesondere in Form einer Landkarte. Jede logische Einheit kann auch mit ihrem Text gesucht werden. Mit Hilfe der Chronologie, der thematischen Indexierung und des Volltexts werden verschiedene Phänomene beleuchtet. Hier zum Beispiel im Unterschied in der geografischen Verwendung zweier verschiedener Wörter. Hier ein Wort auf Französisch und der Text einer Urkunde, Volltext und Transkription. Und hier die Landkarte der Verwendung des Adverbs diligemment. Und hier im selben Register das Wort Episcopo. Das liegt natürlich auf der Hand, dass Latein für weitere Bereiche benutzt wurde. Aber das kann man jetzt hier in diesem Website sehen. Das Home-Projekt erweitert die Vision, indem es vom Aussteller erstellten Register um Kartularien und spätere Kopien von Urkunden ergänzte. In Home wurden drei Arten von Ergebnissen erzielt. Erstens haben wir ein großes Korpus Home Alkar von 17 Manuskripten auf Zenodo veröffentlicht. Es enthält eine vollständige Transkription, eine Segmentierung der Akten und die Annotation von Ort- und Personen-Eigennamen. Ebenso im Bereich der Grundwahrheit und der Trainingsdaten haben wir zusätzlich 1000 Urkunden des Nationalarchivs in Prag ediert und auch den Text und die Bilder aller im Ministerium edierten Urkunden alineiert, um ein KI-Sprachmodell für Mittelhochdeutsch und Tschechisch zu trainieren. Anschließend ließen wir etwa 2000 Mikrofilme digitalisieren und insgesamt 2316 Kopialbücher, vorwiegend aus Frankreich und dem Reich, digitalisieren und diese 2316 Kopialbücher wurden in der ArcIndex-Plattform verarbeitet. Der Gesamtkorpus wurde maschinell transkribiert und die eigennamen Entitäten erkannt. Hier sehen Sie, wie diese Plattform aussieht mit der Texttranskription, hier zeilenweise. Und in den Transkriptionen, Paragraph, also absatzweise, sehen Sie auf der rechten Seite der Abbildung, wie die Namen Albrecht, Herzog von Bayern, Ludwig und Bayern hervorgehoben wurden. Nachdem wir nun die Informationen aus den Inventaren konvertiert und strukturiert haben, besteht der nächste Schritt darin, die benannten Einheiten, Eigennamen, Entitäten nicht nur zu erkennen, wie hier auf dem Bild, sondern auch sie mit Normdateien zu verknüpfen, um sie wirklich zu identifizieren. Bisher waren unsere Versuche mit SpaceyEL eher frustrierend, muss ich gestehen. Mein Kollege Sergio Torres Aguilar hat mehrere Studien über die Verteilung der Personennamen innerhalb von Urkunden und über die diplomatische Praxis durchgeführt. Aus Zeitgründen werde ich hierauf nicht weiter eingehen. Ich möchte nur betonen, dass man auch hier für Historikerinnen aussagekräftige Informationen aus einem eher verrauschten Datensatz gewinnen kann.
Es können mehrere Wege beschrieben werden, die paradoxerweise den Zugang zu mittelalterlichen Urkunden erneuern, nicht indem sie spezifisch behandeln, aber umgekehrt, indem sie im üblichen Rahmen des Textmining integriert werden. Die Erkennung und Identifizierung von Eigennamen ist eigentlich eine sehr klassische Aufgabe der Urkundenlehre des 19. Jahrhunderts. Die Kombination von NER und Urkundensegmentierung führt zu einem originellen Ergebnis mit einer Studie diplomatischer Natur, die sich bislang keine Spezialisten vorstellen konnte. Weitere Aufgaben können entwickelt werden. Nach mehreren Versuchen scheint es auch, dass die Unterscheidung zwischen der Rechtsnatur der Urkunde, zum Beispiel Schenkung, Verkauf, Tausch, Urteil, Rückgabe, und der Urkundentypologie, zum Beispiel Brief, Charta, Notiz, Diplombulle, zufriedenstellend behandelt werden kann. Im Laufe unserer Arbeit mussten wir feststellen, dass die verfügbaren Datenbanken in dieser Hinsicht äußerst mangelhaft sind, da sie zwar die von der klassischen Diplomatik definierten Kategorien übernehmen, aber deren Definition völlig ignorieren. In den kommenden Monaten wird ein Student an der HTR von der französischen Kanzleiregister arbeiten, um Spuren von Einflüssen der Ars Dictaminis und insbesondere der Sammlungen von Pietro della Vigna zu finden. Und mit dieser Fallstudie zur Wiederverwendung von Text kehren wir zu den Herausforderungen zurück, die wir bereits beim HORAI-Projekt gesehen haben. Neben den bereits gestellten Fragen zur Systematik und Granularität wirft unsere Forschung zu Registern und Kartularien insbesondere generische und typologiebezogene Fragen auf und somit Probleme bei der Übertragung der Textmining-Technologien auf mittelalterliche Gegebenheiten. Autorenzuordnung und Stilometrie können dazu dienen, die ausstellende Kanzlei oder innerhalb dieser Kanzlei Urkunden zu identifizieren, die von denselben Notaren verfasst wurden. Es zwingt uns auch dazu, mehr an den Konflikten zwischen logischer und physischer Struktur zu arbeiten. In Horai erschienen die logischen Strukturen hierarchisch und basierten auf Texten, die in Bezug auf eine Normdatei erkannt wurden. In Home umgekehrt müssen die Texteinheiten als solche ohne Normdatei mit der nur teilweisen Hilfe der graphischen Bildanalyse erkannt werden. Die größte Schwierigkeit, die wir im Vergleich zu den Arbeiten von Georg Vogeler oder Nicolas Perrot zum Beispiel haben, besteht darin, das Rauschen und die Stille in unseren Daten zu bewerten. Jede Aufgabe kann mit spezifischen Metriken evaluiert werden, aber für einen Korpus dieser Größe mit sehr unterschiedlichen Schriften brauchen wir eigentlich eine Metametrik. Ich meine damit eine Robustheitsmetrik, die wir noch nicht haben. An so eine Metrik arbeitet zum Beispiel Tobias Hodel für HTR. Aber eine Metrik, die für ein integriertes System zum Lesen, Segmentieren, Klassifizieren und Tagging von Eigennamen existiert noch nicht. Mit dieser Bemerkung schließe ich den zweiten Teil dieses Vortrags und wende mich jetzt dem dritten zu. Nach diesem langen Abschnitt über die Textanalyse möchte ich mich nun dem grafischen Aspekt der in Home bearbeiteten Kartularien und Register zuwenden.
Seit über 15 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema der grafischen Typologien. Wie für die bereits erwähnten Stundenbücher kann man durch systematische Datensammlung und chronologische und geografische Analysen eine Geschichte der Schriften schreiben, die zur Herstellung von Handschriften der Praxis und des Managements verwendet wurden. Und zwar nicht nur für pragmatische Schriften, sondern für pragmatische Schriften, die sich im materiellen Kontext des Buches in Form eines Kodex befinden. Also, es ist wieder eine Situation der Hybridität, die mich sehr interessiert. Und da sehen wir, wie sich das Modell einer kursiven Schrift bei der Kopie eines hybriden Genres Gattung durchsetzt, dessen Inhalt eine diplomatische Funktion hat und das in Buchform vorliegt. Diese neue und spannende paläographische Studie ist nur begrenzt für das Forschungskolloquium Digital History relevant. Ich beschränke mich hier auf einige Highlights. Die Textualis ist natürlich die Schrift, die im 13. Jahrhundert für die Transkription von Kartularien verwendet wurde. Sie blieb es auch, verschwand aber im Laufe des 14. Jahrhunderts. In unseren Beobachtungen ist das letzte genau datierte oder datierbare Kartular in Textualis, also in Textualis produzierte Kartular aus dem Jahr 1358. In Südfrankreich hingegen gibt es Einzelfälle im Jahr 1405 und 1423. Mehrere Wege führen vom Textualis-Konvolut zum Kursiva, je nach Schreiber über drei verschiedene Schrifttypen, nämlich Cursiva Antiquior, Hybrida und durch eine Schrift, die auch System von de Rolet benannt wird. Und in dieser ersten Phase ist die Hybrida marginal. Im Gegensatz dazu ist sie eine Schrift, die in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts aus der Buchpraxis der Dokumentenregister importiert wird. Formulieren wir jetzt einige methodologische Bemerkungen. Zunächst einmal müssen die verfügbaren Metadaten oftmals korrigiert werden. Diese Tatsache, die sehr häufig vorkommt, wenn man mit einer systematischen Studie beginnt, sollte uns Geschichtswissenschaftlerinnen in den Debatten über die Zuverlässigkeit künstlicher Intelligenz bescheiden und vorsichtig machen. Abgesehen von den inhärenten Problemen bei der Definition des Begriffs ist die Grundwahrheit, von der wir ausgehen, oft nicht einmal eine Wahrheit in ihrem eigenen Bezugssystem. Zweitens, in der Paläographie wird der klassifikatorische Ansatz manchmal als ein System kritisiert, das die Dicht das dichte historische Felder schafft und die Untersuchung von Dynamiken verhindert. Der Vergleich mit Linné und Darwin ist sogar üblich geworden. In unserem Fall ermöglicht die Klassifikation umgekehrt eine bessere Untersuchung von Dynamiken auf kollektiver Ebene. Drittens, die Cursiva Antiquior ist eine Schriftart, von der ich im Anschluss an Albert de Rolet zeigen konnte, dass sie in Frankreich nur begrenzt als Buchschrift eingesetzt wurde. Sie beschränkt sich auf Paratexte, Kolophone und Inhaltsverzeichnisse. Wenn man den Fokus jedoch erweitert, sieht man, dass sie in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts für Kartularien regelmäßig verwendet wurde. Dadurch entdeckte ich einen
unglaublichen Bestätigungsbias Bias in den Katalogen der datierten Handschriften, die Kartularien aufgrund ihrer Schriftart auflisten oder ablehnen, je nachdem, ob es sich um eine Buchschrift handelt oder ob die Schrift in den Bereich der Archivdokumente fällt. So können durch die flächendeckenden Studien, zu denen uns die digitale Technik anlädt und die dafür unerlässliche Modellierung, die alte Annahmen und ihre Folgen überarbeitet werden. Ich möchte jetzt abschließend noch einen weiteren Bereich ansprechen, in dem die klassifikatorische Frage wichtig ist, nämlich die Schreibererkennung. In den letzten zehn Jahren wurde die Writer Identification, Schreibererkennung, auf den Bereich der mittelalterlichen Studien angewandt und stark weiterentwickelt, insbesondere an der Universität Erlangen unter der Leitung von Professor Christlein und Angelos Nicolaou. In Verbindung mit ihnen habe ich die Informationen aus paläographischen und diplomatischen Untersuchungen zu den Registern der päpstlichen Kanzlei und der Königlichen Kanzlei Frankreichs bearbeitet, konvertiert und strukturiert. Indem ich die gedruckten Tabelle, die die verschiedenen Hände auflisten, mit den Namen der Bilddateien für die betreffenden Seiten oder sogar den Bildzonen abglich, konnte ich die bereits von Vincent und Angelos entwickelten Technologien und die bereits trainierten Modelle auf die Register anwenden. Die ersten untersuchten Register sind die der päpstlichen Kanzlei. Für ein Kolloquium am Deutschen Historischen Institut in Paris habe ich 2019 ihre Software zur Schreibererkennung auf über 60.000 Bilder angewandt, darunter 7.000 digitalisierte Bilder der päpstlichen Kanzleiregister des Mittelalters und insbesondere auf alle Register bis zum Pontifikat von Innozenz dem IV. In der Softwareverarbeitung wird jedes Bild durch eine Reihe von Zahlen beschrieben. Man kann dann die Entfernungen berechnen und die Nähe zwischen den Bildern bestimmen und sie mit dem vergleichen, was die paläographischen Untersuchungen bereits gezeigt hat. Für das Register Regwart I in Beneventana wies Dietrich Lohrmann 1968 nach, dass die beiden Teile parallel kopiert wurden. Und hier sehen Sie auf dieser Abbildung, dass die Bilder dieses Registers in zwei Teilen gegliedert sind. Ich gehe sofort zu den Registern Regwart 4 bis Regwart 8, die unter dem Pontifikat von Innozenz dem IV. Entstanden sind. Friedrich Kempf untersuchte diese Register gründlich und hat auf verschiedene Kopien hingewiesen, die an den Registern beteiligt waren, einschließlich des Registrums über Negozio Imperii, Regwart 6, wo alle Kopisten vertreten sind. In dieser Darstellung stellt jedes Punkt, wie gesagt, ein Bild, ein digitalisierter Bild einer Seite des Registers dar. Und Sie sehen, wie präzise die verschiedenen Seiten, die von verschiedenen Schreibern verfasst wurden, getrennt sind und zusammengehören. Einige Bände erscheinen in mehreren Teilen. Ich habe schon den Register Watt 1 erwähnt. Hier sehen Sie, wie ein Register, das von mehreren Schreiben geschrieben wurde, auch in verschiedenen Teilen und isolierten
Kontinente sozusagen erscheint. Ein ähnlicher Ansatz lässt sich für die Register der königlichen Kanzlei in Frankreich verfolgen. Jean Giraud unterscheidete in seiner Studie 109 verschiedene Hände in den 3500 Seiten der Bände Paris JJ37 bis JJ50. In der Einleitung des Inventars gibt er, wie Kempf, eine Liste der Hände und der geschriebenen Passagen an. Während einige Kopisten nur an einem einzigen Dokument arbeiteten, waren seiner Meinung nach sechs Kopisten an mehr als 100 verschiedenen Seiten und zwei an mehr als 500 Seiten beteiligt. Auch hier ermöglicht die computergestützte Bildanalyse eine korrekte Trennung der von verschiedenen Kopisten geschriebenen Seiten. Die 2017 von Vincent Christlein entwickelte Software ermöglicht es, die Gruppierung, die ein Computer vornehmen kann, darzustellen. Hier mit einer Visualisierung durch TSNE. Wenn ich diese Klassifizierung oder Gliederung durch Computer Vision und die Klassifizierung von Jean Giraud vergleiche, dann sehen wir eine absolut perfekte Übereinstimmung. Diese Ergebnisse sind noch besser als die, die wir mit der Software für die päpstliche Kanzleiregister benutzt haben. Und ich möchte hier auch Vincent für unsere Zusammenarbeit danken. Also, jetzt funktioniert die Klassifizierung der Schreiber auch ohne vorherige Vorbereitung der Bilder und ohne spezielles Training für mittelalterliche Schriften. Die Ergebnisse sind, wie Sie sehen, sehr zuverlässig, selbst für sehr homogene Milieus wie die einer Kanzlei. Bevor ich zum allgemeinen Fazit komme, möchte ich noch einige methodologische Anmerkungen zu diesem Fall machen. Es ist natürlich für Historikerinnen aller Periode relevant zu wissen, was übertragbar ist und was auf Hindernisse stoßen könnte. Und hier die an anderen Corpora, insbesondere aus der Neuzeit in der Schreibererkennung trainierten Modelle, können auch auf Quellen einer anderen Epoche, hier des Mittelalters, angewandt werden. Auch hier bestand ein sehr großer Teil des Aufwands darin, der verfügbaren Informationen, das heißt der Altdaten, umzuwandeln und zu strukturieren. Nicht hier, um die Modelle zu trainieren, sondern lediglich, um sie zu testen. Die paläographische Analyse erneuert die Diskussion über den Begriff der Grundwahrheit, da die Beobachtungen von Kempf und auch von Giroux in Frage gestellt wurden. Die Tatsache, dass die unabhängig trainierte Maschine die Ergebnisse von Kempf und Giroux reproduziert, ist zwar ein gutes Zeichen, aber kein Beweis, dass weder die Maschine noch Kempf und Giroux recht hatten. Es könnte sich nämlich um eine einfache Korrelation der Methoden und einen subtilen, entfernten, aber realen Bestätigungsbias handeln. Grundwahrheit kann nur ein Gegenstand der Geisteswissenschaften sein, der auch aus wissenschaftlichen Debatte stammt und als solche thematisiert wird. Eine theoretische Lösung für diese Aporie gibt es daher nicht,
Der einzige methodische Ansatz, den ich vorschlage, besteht darin, die Zwischendaten und nicht das Ergebnis der Klassifizierung zu bewerten. Indem ich Visualisierungen aus den Merkmalsmatrizen, Features Matrix, erstelle, eliminiere ich den Schritt der Klassifizierung an sich und entgehe so einer weiteren Schicht der Undurchsichtigkeit. Darüber hinaus ermöglichen Visualisierungen nicht nur die Überprüfung von früheren Beobachtungen, sondern auch, und das ist wirklich wichtig, die genaue Untersuchung von Bildern, die Fehler produzieren. Mit einem Begriff aus der Logik möchte ich diese Visualisierung als Mittelbegriff bezeichnen. Also als Mittelbegriff ermöglichen sie es, auf frühere Hypothese zurückzukommen und sie aus verschiedenen Blickwinkeln zu testen. Also, abschließend möchte ich noch einmal auf die wichtigsten Punkte hinweisen, die sich in den verschiedenen Phasen der vorgestellten Forschung wiederfinden. Der wichtigste Punkt ist die Bedeutung der Modellierung und insbesondere die durch den digitalen Zugang bewirkte Veränderung des Maßstabs. Nicht mehr einzelne nebeneinander liegende Objekte, sondern Strukturen in verschiedenen Skalen. Physisch kann das handschriftliche Objekte aus mehreren Bänden bestehen, aus einem einzigen, möglicherweise mit mehreren kodikologischen Einheiten oder umgekehrt in Fragmente zergliedert, ein zergliedertes Objekt, wobei jede Seite Textbereiche und Zeilen enthält. Dasselbe gilt für die logische Strukturen. Während Register und Kartularien oft eine Aneinanderreihung von Dokumenten sind, stellen Stundenbücher als Kompilationen von Kompilationen die Notwendigkeit einer hierarchischen Strukturierung noch stärker in den Vordergrund. Schließlich gilt das Gleiche eigentlich für jedes soziale Phänomen, zu dem auch die Schrift gehört. Die Beziehung von der Einheit vom Individuellen zum Kollektiven sind unendlich komplex und das digitale Medium hilft uns, diese Komplexität zu erforschen. Eine Schnittstelle, die ich noch nicht angesprochen habe, ist folgende. Sowohl Textwerke als auch Eigennamen sind logische Strukturen, die durch einen physischen Fließtext vermittelt werden. In den Projekten Horai und Home konnten wir trotz aller Unterschiede die gleichen Werkzeuge und Metriken für die Auswertung der Texterkennung und für die Eigennamenerkennung verwenden. Also die digitale Geschichte hilft in diesem Fall bei der Identifizierung größerer Zusammenhänge. Das digitale Medium bietet daher auch einen ganz besonderen Vorteil bei der Untersuchung von Fragen der Dynamik, Fluidität und Hybridität, da es die Mittel für eine genaue und gemessene Bewertung bereitstellt. Dabei handelt es sich genau um die Schlüsselbegriffe der Geschichte und der Entwicklung der menschlichen Gesellschaften. Ich kann natürlich nicht schließen, ohne noch einmal auf die Themen Blackbox, Rauschen und Unsicherheit einzugehen. Und in meinen Projekten
deckt die automatische Datenverarbeitung eine Vielzahl von Anforderungen ab, die ich nochmal auf der Folie aufgelistet habe. Dabei handelt es sich um Aufgaben, die auch in anderen Kontexten erledigt wurden. Oft ist es schwierig zu wissen, ob die Technologien übertragen werden können. Es gibt hier meines Erachtens zwei Möglichkeiten. Entweder eine gründliche theoretische und technologische Analyse der Werkzeuge oder ein analoger Ansatz, bei dem die Leistung durch den Mittelbegriff überprüft wird und wodurch die Motorhaube gegebenenfalls wieder geöffnet wird. In dieser Zwischenstufe zu verstehen, was passiert, nicht technisch gemeint, sondern in der Auswertung der Ergebnisse. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass alle Daten kaum von besserer Qualität oder wichtig ist wirklich dank dieses Mittelbegriffs die Technologien zu überprüfen. In diesem Kontext muss man sich daran erinnern, dass alle Daten kaum von besserer Qualität oder transparenter sind als Daten der automatischen Verarbeitung. Wir haben keine Kriterien, um ihre Genauigkeit zu messen, und der Mythos der hundertprozentigen Verifizierung ist längst zusammengebrochen. Also, die meisten Prozesse der künstlichen Intelligenz produzieren zwar unvollkommene und verrauschte Daten, aber sie produzieren sie mit einer möglichen Metrik für ihre Genauigkeit. Ich habe gesagt, und ich betone es wieder, eine Bewertung der Robustheit fehlt noch weitgehend, ebenso wie die der Übertragbarkeit außerhalb des Fachgebiets. Die Arbeit in der Digital History lehrt mich zwar jetzt zunehmend verrauschte Daten in Verbindung mit ihrem Grad an Gewissheit für groß angelegte Untersuchungen zu verwenden, aber ich verzichte nicht auf einen manchmal mühsamen Weg, der mich aber noch gewinnbringender erscheint. Und dieser Weg besteht in der Identifizierung von Schnittstellen, an denen Historikerinnen aus schmutzigen, mit manchmal fehlerhaften Daten gefüllten Prozessen verifizierte Daten erstellen können. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.